Sollte ich heilen oder so? Ich wollte, glaube ich, irgendwas im Menü machen. Habe ich aber vergessen. Wir kommen darüber. Von da oben rum. Habe ich nicht gesehen, als wir hier oben waren, dass da noch eine Kette war. Die habe ich mal gekonnt ignoriert oder übersehen. Ignoriert habe ich die nicht wirklich, aber... Okay. Fertigkeiten betören. Noch eine Riesenschaufel. Dann hau drauf. Erstmal ein Konter. Auf den da bitte. Fertigkeit mit Turn auf den. Dann hauen wir den aufs Klump, wenn der nichts hat. Oder selbst wenn er was hat. Ein Medium Äther, wieso nicht? Ich frage mich, ob Basse auch was haben. An Items, die man beklauen kann. Also Beturn werde ich jetzt öfter mal einsetzen. Muss ich auch gucken, dass Ayla immer genug MP hat. Beturn, Angriff. Ist das Krono jetzt der langsamste von allen? Okay, verfehlt. Jetzt hauen wir ihn zu Klump leider. Oder auch nicht ganz. Ah, jetzt aber. Oder auch nicht. Beturnen wir ihn nochmal. Scharlachregen, Sturz. Konter. Tot. Abgebrannt. Heißt, das ist dann tot. Wer nichts hat, der darf nicht leben. Und wer was hat, der darf auch nicht leben. Keiner darf leben. Alles und jeder muss sterben. Okay. Aber nicht so schnell, Krono. Ich wollte noch ein bisschen betören. Vitaga gelernt. Vitaga... Der hat ja nicht mal Vita. Wieso hat der Vitaga? Vitaga regeneriert sehr viele TP eines Gefährten. Heilung regeneriert bei allen Gefährten viele TP. Ich denke mal, Vitaga ist noch mal ein bisschen besser. Haben wir Froschklatscher. Alle Gegner wenig TP, hoher Schaden. Ah. Haben wir denn mit Vitaga irgendwie so eine Fähigkeit, dass alle getroffen werden? Das wäre sehr schön. Betören. Wieso gehe ich auf Gegenstände? Betören. Du haust drauf. Und du machst mal eine Heilung, weil wir sind alle ein bisschen angeschlagen. Vor allem Krono. Erstmal ein Konter. Dann betören. Diesmal treffen. Das wäre sehr nett. Ja, danke. Bitte hab auch was. Noch eine Riesenschaufel. Wen interessiert's? Gargoyle, stirb. Dein Freund muss auch sterben, weil du nichts hattest. Also nichts, was mich interessiert. Da kommen wir rüber, Brillanzsphäre erhalten. Ja. Hallo, ich... Was machst du? Hau mal drauf. Eila, was machst du? Hau mal drauf. Krono, was machst du? Hau mal drauf. Alter! Ihr seid alle scheiße. Eila, Krono. Wenigstens der etwas kann. Das ist der Erste, der in diesem Kampf nicht getroffen hat. Und dann hat er am Ende doch getroffen. Eila hat Wirbelschweif gelernt. Keine Duotech. Gelernt mit Wirbelschweif. Okay. Da ist so eine Pflanze, die wir aus der Zukunft kennen. Lapis erhalten. Da sind sehr viele Pflanzen, die wir aus der Zukunft kennen.
Combo, Return. Neue Gegner sind immer was Feines, das heißt, die können wir. Da können wir mal was anderes stehlen. Hör mal auf mit Konfus. Pflanze, gib mir was. Sei verliebt. Abgebrannt, der tolle Wurst. Sie heilen sich, war ja aber auch klar. Erstmal Konfus. Bitte sei nicht verwirrt. Ja, natürlich ist er verwirrt. Fertigkeiten, Return. Dann kannst du draufhauen. Was haben wir? Völlig abgebrannt. Ja, dann töte den mal. Sei bitte raus aus dem Konfus, das wäre supi. Dass der Konfus aus dem Konfus gehaut hätte, wäre schön gewesen. Return, Angriff. Was gibt es? Wieso habt ihr nix? Sei nicht verwirrt. So eine Scheiße. Ja, ich mach den Kampf auf ein Ende. Okay, Frog hat den Kampf beinahe am Ende gemacht, aber vielleicht hat die Pflanze auch das beste Item der Welt gehabt, aber das war mal ein bisschen zu doof, die aus dem Konfus rauszuholen und dann die Pflanzen zu betören. Betören, hau drauf. Riesenschaufel, interessiert mich nicht. Na, lass das mal. Da kriegst du erstmal einen Konter für. Warte. Inventar, Heiltränke. Ein paar auf Chrono draufballern. Dark Aether. Barrierensphäre. Irgendwie glaube ich, dass wir die Barrierensphären benutzen sollen. So wie das Spiel, die mir hinterher wirft. Habe ich irgendwie so ein Gefühl. Ich verstehe den Witz hinter diesen Steinen nicht. Die lassen mich nur mit normalen Angriffen angreifen. Aber ich besiege sie ja trotzdem ziemlich schnell. Auch wenn manchmal nicht getroffen wird, weil sie wahrscheinlich eine zu hohe Abwehr haben oder sowas. Das sind nochmal so eine Pflanzen, die ich betören werde. Bitte sei nicht konfus. Natürlich bist du konfus. Sei wieder aus Konfus rausgehauen. Natürlich nicht. Verfehlt. Wunderherrlich. Hause kaputt, Chrono. Hört auf, einer zu mobben. Oh, keine MP mehr. Dann haut die Leute hier kaputt, dann heile ich die MP nach dem Kampf. Okay, sie sind alle verwirrt. Okay, Frog ist nicht mehr verwirrt. Danke, Chrono, auch wenn das nicht wirklich viel Schaden gemacht hat. Oh, hier. Was haben wir? Zelt. Schutzsphäre. Was wollte ich also? Ah ja, Aether. Ich habe ja noch ein paar normale, deswegen werde ich die erstmal verballern, bevor ich die guten benutze. Ich dachte, ich könnte hier drunter herlaufen. Ah, ich kann hier drunter herlaufen. Kam, glaube ich, von der Kette, ne? Oder wie war das jetzt? Ich weiß, ich kann mich an nichts erinnern. Nein, ich kam von der Kette. Glaube ich. Ich schaue mich hier nochmal ein bisschen um. Ich gehe mal nach rechts. Da müsste ja offene Truhen sein. Ja, genau. Ein bisschen verwirrend das Ganze. Und es gibt keine Karte in dem Dungeon. Auf dem DS. Deswegen mag ich die DS-Version so gern, eigentlich. Gibt es auf dem unteren Bildschirm eine Karte von sowohl auf der Overworld
als auch in Dungeons, was eine nette Hilfe ist. Turn. Und ihr haut drauf. Gib mir was anderes als eine Schaufel. Okay, er hat eine Riesenschaufel gegeben und keine Schaufel. Aber trotzdem, nein, ich wollte es nicht schneller machen. Kann L und R auch was? Können die Tasten irgendwie alle was? Nein, nur Y kann den Kampf beschleunigen, was ich doof finde. Weil ich die Kämpfe an sich schon ein bisschen schnell finde. Deswegen, die noch schneller machen. Ich weiß ja nicht. Vielleicht die normalen Kämpfe ein bisschen schneller machen, damit man ein bisschen schneller durchs Spiel kommt, aber ansonsten... Ja, den habe ich gesehen, den Speicherpunkt. Weshalb ich auch aus Spaß und nicht, weil ich dachte, dass ich den nicht gesehen hätte, sondern aus Spaß habe ich die Heiltränke benutzt und nicht, weil ich den Speicherpunkt nicht gesehen habe. Ja, genau deswegen. Die Weise vom... Der Weise vom Klageberg. Wie sieht's aus? Ich mach noch ein bisschen. Sieht auch noch so aus, als würde es hier noch ein bisschen weitergehen, deswegen... Zeitkappe. Glaube ich nicht, dass wir hier noch, wer hat denn... Wer hat denn weniger? Ono hat am wenigsten Zeitkappe. Hab ja 30 bewahrt vor Stopp und Gemach. Ja, herrlich. Braucht denn hier noch einmal einer einen Schimmerhelm? Ihr habt Platinhelm, du hast einen Schimmerhelm. Du kannst einen Tizera-Helm tragen. Du kannst auch einen Tizera-Helm tragen. Der Steinhelm ist sogar auch besser. Du kannst... Ah, du hast schon einen Schimmerhelm. Ich dachte, warum kann ich dir nicht das Bessere geben? Weil du schon einen hast. Da ist irgendwas Funkelndes unten in der Ecke. Shark-Ether erhalten. Eine Magiekapsel, Inventar, benutzen, Magiekapsel, wahrscheinlich auch Chrono oder Frog. Ich mach mal auf Frog. Jetzt wird's dunkel. Und ich glaube, gerade weil es jetzt hier dunkel wird an der Stelle, das ist genau der Boss, den ich in Erinnerung habe. Oh, das ist der Boss, den ich in Erinnerung habe, glaube ich. Dies ist also das Gefängnis des Weisen des Lebens. Das ist doch das Kono. Gucken. Vergiss er. Das ist der Boss. Wo ich tatsächlich von aktiv auf warten stellen muss. Weiterhin dunkle Plasma. Das trifft alle. Wie viel Schaden macht's denn? Geht. Geht auch noch. Aber ich setze trotzdem einen Schabakus ein. Dann setzt du mal einen Wuchthieb ein. Auf die Hand, die halt. Und der hat die Attacken sowieso mit beiden Händen gemacht. Deswegen sollten wir erst die Hände wegmachen. Beidhändiger Angriff, Dunkelplasma. Weitendiger Angriff, Zwillingsblaster. Labakus. Fertigkeit, Wuchthieb auf die Hand. Ich sag ja, der ist schnell. Deswegen habe ich das damals auf Warten gestellt. Und da habe ich es auch ziemlich schwer gehabt mit dem Kampf. Weil Chrono ist gerade der Einzige, der wirklich Schaden machen kann. Schlabakus. Wuchthieb auf den da. Aber das Boss-Design mag ich sehr. Das sieht ziemlich cool aus. Ich hatte ihn mehr mal mechanisch im Gedächtnis gehabt, so als so ein Riesenroboter oder sowas, aber das sieht ja eher aus wie so komisch Fledermausmann oder sowas im Gesicht. Der Fledermausmann. Aber ansonsten mag ich das Design wirklich. Hör mal auf mit deinem Scheiß. Aber ich kann mich gerade nur aufs Heilen konzentrieren mit den beiden. Und Chrono muss draufhauen.
Was anderes kann ich gerade nicht machen. Okay, den Arm haben wir weggemacht. Wir machen trotzdem Schlapperkuss. Ja, machen wir erstmal nochmal. Und du machst Wuchthieb dann auf den Arm. Was stand da? Doppelter Schaden von Wuchthieb. Kann ich ja auch sehen, wie der Gegner heißt. Ich weiß nicht, ob die Arme wiederkommen. Mach mal Granate. Nee. Alter, Schlapperkuss. Ja, besser ist das. Konter, kann ich sehen? Nein. Der sagt mir seinen Namen nicht. Wuchthieb auf die linke Hand. Ich dachte, das macht viel mehr Schaden, deswegen habe ich auch den Schlapperkuss gemacht. Aber nächstes Mal greife ich lieber an. Bumbo, Sprunghieb. Auf den da. Wuchthieb. Und du machst einen Kuss auf Chrono. Und wechselt die Arme. Sprunghieb. Jetzt kannst du dich auch nicht mehr heilen, du Sack. Gut. Ich mach mal Betören. Ein Gegner ab. Oh, ne, warte. Ich dachte, der sagt irgendwas über die Arme. Tempokapsel erhalten. Ja, wunderherrlich. Ja, mach mal. Geh mal auf Schlapperkuss. Wir warten gerade mal auf Eiler. Vor allem Chrono braucht gerade die Heilung. Wuchthieb. Ich gehe auf den Arm. Vielleicht sollte ich beide Arme, einen Arm am Leben lassen. Und zwar den, der keinen großen Schaden macht. Vielleicht ist das Arm repariert Kopf. Wie viel macht das denn? 250, das geht klar. Mit kann ich leben. Sprunghieb. Auf ihn da. Wuchthieb. Auf ihn da. Machen wir mal Betören. Vielleicht kriegen wir ja noch was Besseres. Gegner ist völlig abgebrannt. Ja, toll. Eine Tempokapsel, sonst nichts. Das ist ja unerhörlich. Ich gehe mal auf die rechte Hand. Wuchthieb. Sprunghieb. Ja, der gibt nichts mehr. Also Betören. Lass mir mal komplett aus. Dann setzen wir Schleudern ein, wenn ich das kann. Wuchthieb. Sprunghieb. Ich glaube, ich habe die Taktik herausgefunden. Okay, ich kann nicht schleudern. Damit habe ich gerechnet, aber ich wollte es trotzdem. Mal gucken, weil Schleudern war beim letzten Gegner, bei den letzten paar Gegnern ganz schön stark. Kratzattacke, dann das eben. Dann Wuchthieb. Wieso geh du schon mal auf Schlapperkuss? Gehen wir dann auf den linken Arm wieder. Wuchthieb. Den da. Vielleicht habe ich auch nur die falsche Kombo an Charakteren gehabt damals. Weil das geht eigentlich gerade ganz gut von der Hand. Der Kampf. Aber ich kann mich bei der DS-Version noch dran erinnern, wie Probleme ich hatte, einfach weil er so mega schnell ist. Vielleicht war ich auch einfach zu langsam mit dem Auswählen von meinen Fähigkeiten. Hier. Schlapperkuss. Fertigkeit, Wuchthieb. Wo wir uns nicht auf den Kopf konzentrieren können, wird der Kopf ganz Zeit geheilt. Das ist nicht gut. Aber auch nicht um viel, aber trotzdem. Wenn wir ihn nicht heilen können, dann ist es nicht gut. Mach Kreuzschlag von mir aus. Und du machst Katzenattacke. Katzenattacke, Kombo, Wuchthieb.
Und du machst Sprunghieb. Es wäre so wirklich angeschlagen, außer Chrono, aber der ist auch nicht wirklich angeschlagen. Nee, dann das hier. Der letzte Wuchthieb. Dann ein Sprunghieb, da erstmal ein Konter. Dann muss Chrono gleich sich mal eine Ether reinpfeifen. Am Reparatur eingeleitet. Kratzert. Weißt du was? Mach schon mal einen Schlabberkuss. Fertigkeit, Gegenstand, Medium. Wie viel machen Shark Ether? 60 MP. Ich habe nicht so viele Shark Ether, deswegen machen wir Medium Ether und hoffen, dass wir nicht so lange noch kämpfen müssen. Hier erstmal ein Wuchthieb auf den Arm. Und dann ein Schlabberkuss. Die anderen haben noch genug MP, würde ich sagen. Ich muss mal gucken, vielleicht hat Chrono auch eine bessere Fähigkeit. Hier hätte ich natürlich auch Westen anziehen können, hätte ich gewusst, was er für Fähigkeiten einsetzt. Aber ich wusste ja nicht, was er macht, so richtig. Schlabberkuss. Wuchthieb, Raserei, was ist das? Trifft ein Gegner viermal in Folge. Mach mal. Ich weiß nicht, ob das wie Pokémon-Raserei ist, dass er sich ja nicht mehr kontrollieren kann. Aber vielleicht ist das einfach nur so ein Name, okay. Das glaube ich besser als Wuchthieb. Wie viel MP kostet das? Viel, glaube ich, weil ich sehe 12, egal. Dann setzt du nochmal Medium Ether auf Chrono ein. Obwohl Wuchthieb macht auch ganz schön viel, ne? Kratzattacke. Wie viel macht nochmal ein Wuchthieb? Oh, wir haben ihn besiegt. Okay. Vor dem hatte ich Angst. Das ist der einzige Boss, der mir in der DS-Version damals Schwierigkeiten gegeben hat. Und die DS-Version ist die einzige Version, die ich jemals gespielt habe von Chrono Trigger, bevor das Let's Play hier. Und das sieht aus wie das Gefängnis von Atze. Aber anscheinend ist das der Weise des Lebens. Und ich kann mir schon vorstellen, wer das ist. Die werden auch sehr verwirrt sein, wenn wir ihn sehen. Guter alte Bosch. Brock kennt ihn gar nicht, aber egal. In der Tat, das bin ich. Doch woher kennt ihr meinen Namen? Sind wir uns je begegnet? Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Die Königin, was ist aus ihren Plänen mit dem Meeresschrein geboren? Sagt, bringt ihr Kunde? Keine gute. Verstehe, so sehr ist das Herz der Königin also vergiftet. Schon vergiftet. Je mehr Energie Metamorphos absorbiert, desto näher rückt die Königin dem Wahnsinn. Der unsterbliche Lavos, der unten auf dem Grund des Ozeans ruht, ergreift langsam aber sicher Besitz von ihrer Seele. Wir müssen fliehen. Das Siegel ist gebrochen. Es wird den Berg zum Einsturz bringen. Schnell, eilt euch. Oh oh. Der Klageberg. Mama, der Berg stürzt ein. Das wusste ich nicht, dass er auf die Erdgebundenen fällt. Oder wo fällt er hin? Einfach daneben. Glück. Na, oder? Ist das ein Glück? Wir sind bei denen. Lavos schlummert auf dem Meeresgrund. Es hört von den Kräften dieses Planeten. In seiner Nähe transportiert könnte Metamorphos ihn aus seinem Schlaf erwecken. Wir müssen uns beeilen, bevor es zu spät ist. Ältester, Lady Sarah ist hier. Wie bitte, Sarah? Mit dem Propheten? Nein.
mit Janus. Lady Sarah, es ist unter eurer Würde, ein Ort wie diesen. Setzt euch selbst nicht so herab. Wer Licht besitzt, man einst wie ihr. Doch hier sind wir Marionetten Lavors. Das ist der einzige Unterschied zwischen uns. Sie weiß von Lavors. Was für ein schmutziger Ort. Janus, hör auf. Bosch, dass der Becken sich zusammenbrach, wusste ich, dass ich euch hier finden würde. Wird euch das Verlassen des Schreins nicht in Schwierigkeiten bringen? Das ist jetzt nicht von Belang. Der Meeresschrein ist fertiggestellt. Dann ist alles verloren. Nicht alles. Ohne mich ist Metamorphos nutzlos. Ich werde diese schreckliche Apparatur kein weiteres Mal aktivieren. Ich habe den Himmelstiegen wieder geöffnet. Bitte, ihr müsst meine Mutter aufhalten. Genug dieser schmierigen Komödie. Wer ist das? Er. Dalton. Dalton! Es wäre sehr ärgerlich, wenn du die Maschine nicht aktiviertest. Dalton! Damit kommst du nicht durch. Hört, hört, das Fossil kann reden. Mund halten, Alter. Hörst du auf? Arg! Du wirst mich zum Meeresschrein begleiten und ihr kommt bloß nicht auf dumme Gedanken, ansonsten kann ich mir die Sicherheit der Prozesse nicht garantieren. Schwester! Du dumme Sau. Die Nachkommenschaft ihrer Majestät scheint ein einziger verzogener Haufen zu sein. Nicht so hastig, meine Freunde. Ich drehe diesen Püppchen mit Freude den Hals um. Die Königin fürchte ich nicht. Lass uns aufbrechen, meine Liebe. Sarah, deine Mutter erwartet dich. So eine Scheiße. Was? Mann! Alter Mann, okay? Es geht mir gut. Doch wenn wir Sarah nicht retten, droht ein großes Unheil. Das schafft nicht einmal ihr, Bosch. Die Lage ist hoffnungslos. Wenn die Königin ihren Plan in die Tat umsetzt, gibt es keine Hoffnung mehr für das Leben, wie wir es kennen. Ich mach das. Ich bin Chrono. Ihr würdet die Königin aufhalten? Wie großherzig von euch. Ein ums andere Mal riskiert ihr euer Leben für uns und ich kenne euch noch nicht einmal euren Namen. Kämmt euch deswegen nicht. Ihr habt Grandelion für uns repariert. Wir stehen tief in eurer Schuld. Wie bitte? Los gehen, Chrono. Wartet, nehmt dies mit euch. Es ist aus demselben roten Gestein wie Metamorphos geschaffen, damit solltest du die Apparatur zerstören können. Rotes Messer erhalten. Das ist aber keine Waffe. Sanato Sojasäbel. Das ist wahrscheinlich ein wichtiger Gegenstand. Da, rotes Messer. Da steht kein Text bei. Stehen da nicht normalerweise Texte bei, was die machen? Ja, hier anscheinend nicht. Der schon. Das Amulett auch nicht. Der Rennschreiber, da steht schon, was der macht. Aber das rote Messer, da steht kein kleiner Text bei. Ja, schade. Wie großherzig von euch eins um andere Mal. Okay. Lady Sarah wurde entführt, doch ohne Magie können wir nichts für sie tun. Hör auf zu gehen. Wo ist nochmal das Hotel? Wenn man das so nennen konnte. Das war, glaube ich, noch ein tiefer. Hier müsste es gewesen sein. Ja, ich muss mich mal hier kurz ausruhen. So. Und dann gehen wir mal zum Meeresschrein. So. Bevor wir das aber machen, höre ich erstmal für heute auf. Ich weiß nicht, ob ich oben noch speichern kann. Oder ob da direkt irgendwie die Kacke am Dampfen ist. Deswegen speichere ich hier der Weise vom Klageberg, Verheißung des Himmels. Das hat ja nichts Verheißendes zu sagen oder so. Dass ich das Wort Verheißen für Verheißen benutzt habe. Ich habe noch nicht ein Safety-Set gemacht zum Angriff Grandelion.
Tatsächlich wollte ich was ausprobieren mit dem Spielstand, deswegen mache ich mal auf die 4. Ich wollte nämlich probieren, ob ich anders aufnehmen kann. Das ist jetzt zu technisches Gefasel, glaube ich. Auf jeden Fall, damit ich anders aufnehmen kann, was besser ist. Aber dass mir das Spiel nicht abstürzt, wenn die Anime-Sequenzen kommen. Deswegen wollte ich da was ausprobieren. War ich aber außerhalb der Aufnahme, weil das ist nur so ein kleiner Test, den ich machen wollte. Ich bedanke mich auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis demnächst.